Da sind wir wieder und wollen gleich mit Orgeln sprechen. Muss jemand verprügelt werden? Sagt einfach Bescheid. Okay, bringt doch nicht so viel. Uriah, bist du nicht dafür für die Ruhen zuständig? Was habt ihr denn so anzubieten? Nein, bist du nicht. Okay. Hast du aber zufälligerweise einen, nicht nur einen mächtigen, sondern einen meisterhaften Lyrium-Trank oder die Möglichkeit, das herzustellen? Das sieht mir nicht so aus. Obwohl, Vorlage. Diverse Runen. Und Kram. Handbuch der Schatten. Brauche ich Schatten? Nein, Schatten brauche ich nicht. Dann belästige mich nicht mit deiner Anwesenheit. Vielen Dank. Sigrun. Wann brechen wir auf? Wisst ihr, die dunkle Brut löscht sich nicht selbst aus. Das ist richtig. Velana, Mensch. Interessiert ihr euch eigentlich dafür, warum ich ausgestoßen wurde? Tatsächlich, ja. Ja, sehr. Eigentlich nicht. Wenn ich ja sage, bekomme ich dann wieder irgendwelche spitzen Bemerkungen zu hören. Ihr tut ja gerade so, als sei ich eine zeternde, keifende Vettel. Das liegt daran, dass ihr eine zeternde, keifende Vettel seid. Entschuldigt, das ist ja nicht, überhaupt nicht eure Art zu schreien. Also gut, erzählt mir... entschuldigt, das ist ganz lustig. Ihr... Also gut. Ich schätze, euer Spott ist vielleicht nicht ganz ungerechtfertigt. Die Menschen in der Nähe des Ortes, wo wir uns begegnet sind, hatten versucht, meinen Clan zu vertreiben. Eine Zeit lang konnten wir ihn standhalten. Dann haben sie versucht, uns auszuräuchern. Sie hätten den ganzen Wald niedergebrannt, nur um uns von ihren Höfen fernzuhalten. Die anderen hatten Angst. Hüterin Ilshae sagte, wenn ich die Schemlen bekämpfen wolle, stünde ich allein. Sind die Menschen den ganzen Ärger denn wert? Und ihr seid gegangen, obwohl es euch wehgetan hat? Ich glaube, Ilshae hätte erwartet und gehofft, dass ich einlenke. Aber ich war einfach zu stolz und zu zornig. Also habe ich Ilshae einen Feigling genannt und mich vom Clan abgewendet. Nun ja, so wie du halt bist, nicht wahr? Sind euch andere gefolgt? Bereut ihr, was ihr gesagt habt? Ja, aber Ilshae ist tot. Es ist zu spät. Und ich weiß auch nicht, ob ich Vergebung verdiene. Seht euch doch nur an, was mit jenen passiert ist, die sich mir angeschlossen hatten. Und Serani ist nur mit mir gegangen, weil sie gehofft hatte, ich würde wieder zur Besinnung kommen. Einige andere wollten dasselbe wie ich und haben sich uns angeschlossen. Und jetzt sind sie tot. Wir können eure Schwester aber noch retten. Das ist der Preis für eine schlechte Entscheidung. Das ist aber nicht die beste Wahl, glaube ich, des Spruchs. Und daran könnt ihr im Moment auch nur wenig ändern. Besser eine späte Entschuldigung als überhaupt keine. Ja, wir können eure Schwester vielleicht immer noch retten. Glaubt ihr das wirklich? Manchmal habe ich das Gefühl, eure Hoffnung ist größer als meine. Kommt, solange noch Arbeit auf uns wartet, macht es keinen Sinn, weiter in der Vergangenheit zu verweilen. Du stimmst mir zu, plus 8 Quest absolviert. Wie lange hat er erzählt, dass sie aus ihrem Clan ausgestoßen wurde, weil sie darauf beharrt hatte, gegen die Menschen zu kämpfen? Abgesehen von ihrer Schwester Serani, die verschleppt wurde, sind alle, die Wie lange damals gefolgt sind, tot. Wie lange fühlt sich schuldig und wünscht sich nichts anderes, als Serana zu retten. Das kriegen wir vielleicht sogar hin. Aber, speichern. Vielleicht können wir dir noch ein paar lustige Geschenke machen. Wir haben ja so ein paar Elfen-Dinge bekommen. Da bist du ja. So, andere, genau. Wo sind denn die ganzen tollen Geschenke, die wir haben? Flammenruhe des Novizen, nein, nein, nein. Christophs Medaillon. Sollten wir vielleicht mal der Sarah geben, oder wie die dabei hieß. Was ist die Silberschale? Genau. Diese antike Schale ist mit anmutigen Darstellungen einer der Elfen versehen. So, bitte. Vielen Dank. Wundervoll. Das ist ein reizendes Geschenk. Ich weiß. Haben wir nicht noch ein bisschen anderen Elfenkram gehabt? Das war das Einzige? Das ist nicht euer Ernst. Nein. Das werde ich mir mit Sicherheit nicht schenken. Okay, das scheint schon gewesen zu sein. Habe ich noch irgendwelche Waffen für dich, die du haben könntest? Nee, das nicht. Feuerstampfer? Nee, du bist eine Magierin, das ergibt nicht so viel Sinn. Ring der Meisterschaft, den können wir vielleicht geben. Plus 10 Zauberkraft. Aber das andere bringt plus 1 Magie. Ja, Ring des Studiums kommt aus dem nicht so gut wie Ring der Meisterschaft. Deswegen, zack, zack. Es sind seltsame Dinge, nachdem ich auswähle. Aber wenn wir schon dabei sind, haben wir nicht noch, wollen wir denn, Nathaniel, genau. Dir wollte ich doch diese komischen Stiefelchen geben, Feuerstampfer. Voraussetzung Magier. Ja, vielleicht gebe ich sie doch nicht. Willst du ein Schwert haben? Nee, willst du nicht. Aber du willst neue Pfeile haben. Hier, nimm diese Elfenpfeile mal. Zack. Und eins möchte ich kurz nachgucken. In dieser Kiste, die ich hier schon habe, dieses persönliche Lager, habe ich da die anderen Elfengeschenke reingepackt? Das persönliche Lager, genau. Du Gebutvernichter, Reichweite des Wächters. Irgendwelche Talismane, okay. Silbernes Zahnrad. Nein, 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 nein. Fernglas.
Kriegen wir irgendwann noch einen Seemann dazu? Da weißt du, wir haben Fernlass, wir haben Bronzesextanzen, wir haben Christophs Andenken. Ach, warte mal, Christophs Andenken und natürlich Christoph, dieser Anhänger. Wenn wir natürlich auch, wenn wir natürlich nicht Christoph geben, sondern der Gerechtigkeit. Oh, ich habe die ganzen Diamanten hier gelassen. Oh, egal. Wir haben keine weiteren Geschenke hier. Doch, einer von den Graben. Nein, doch nicht. Na gut, dann werden wir doch wenigstens Gerechtigkeit noch ein paar Dinge geben. So. Gerechtigkeit, wo bist du denn? Da bist du. So. Wo haben wir das denn? Christophs Medaillon. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Weiß ich auch noch nicht. Und das hier. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. So, du bist, glaube ich, jetzt ziemlich auf meiner Seite, oder? Du liegst bei 28, ne? Das geht ja mal. Anders ist fast ein Maximum. 91, das ist schon ziemlich gut. Orgwin ist aber eigentlich auch ziemlich zugetan. 42. Nathaniel ist noch ein bisschen drüber. Sigrun, ja gut, mit der habe ich noch nicht viel gesprochen, logischerweise. Velanda ist jetzt auch voll dabei. Und das war's. Wunderbar. Inspiriert, geringe Konstitution. Vielen Dank. Kann ich da mit euch noch sprechen, mit irgendjemandem noch? Nathaniel zum Beispiel. Wir sollten uns auf unsere aktuelle Aufgabe konzentrieren. Okay, anders vielleicht noch? Wollen wir weiter? Nein, Gerechtigkeit. Diese Welt ist so anders, als ich erwartet hatte. Die Dämonen gieren danach, den Schleier zu durchqueren. Aber wir anderen verspotten sie dafür. Wir beneiden die Sterblichen nicht. Wir bedauern sie. Na vielen Dank, wir wissen das sehr zu schätzen. Ihr wisst doch so gut wie nichts über diese Welt. Vielleicht solltet ihr uns stattdessen lieber helfen. Ja, ihr wisst doch so gut wie nichts über diese Welt. 2. Das ist allerdings wahr. Wir irren uns, was diese Welt betrifft. Sie steckt voller Schönheit. Und die Sterblichen sind es wert, gerettet zu werden. Na dann. Ihr habt mir im Nichts geholfen und euch seitdem immer wieder bewiesen. Es ist nicht rechtens, alle Sterblichen gleich zu beurteilen. Wollt ihr damit sagen, dass wir jetzt Freunde sind? Ich freue mich, dass ihr es auch so seht. Wieso sollte es mich interessieren, was ihr denkt? Ich bin anders als die meisten. Das mag vielleicht sein, das ist manchmal immer eine gute Entscheidung, das so zu sagen. Ich bin anders als die meisten, ist nicht unbedingt immer gut. Ich freue mich, dass ihr das so seht. Ich frage mich, dürfte ich euch um etwas bitten? Es gibt in dieser Welt etwas, das ihr Lyrium nennt. Könntet ihr für mich vielleicht einen Gegenstand finden, der daraus gemacht ist? Lyrium ist schwierig. Reines Lyrium ist gefährlich. Es gibt Tränke, die aus Lyrium bestehen. Ich sag kein Magier, wofür benötige ich eigentlich Lyrium? Gute Frage. Ich wünsche mir nur ein kleines Stück reinen Gesteins. Das Lyrium, von dem die Sterblichen im Nichts träumen. Es ist nicht dasselbe. Hier singt es. Dieser Klang ist etwas, das nur ein Geist hören kann. Aber er beschwört eine Sehnsucht herauf, die ich zuvor nicht kannte. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich danke euch. Das ist sehr freundlich. Soll ich denn bitte ein reines Lyrium herbekommen? Mit Gerechtigkeit habe ich ja schon gesprochen. Mit dir kann ich sprechen, die Hauptplanung weiter vorzutreiben. Möchte aber gerade noch nicht unbedingt machen. Wie lange habe ich schon? Sigrun habe ich schon. Denke ich mal. Sigrun? Wann brechen wir auf? Okay. Wisst ihr, die dunkle Brut löscht sich nicht selbst. Ist ja gut. Wir müssen noch mal die Nachbarstadt aufbrechen, um ein paar Bücher zu besorgen. Ich nehme mit. Wen nehme ich überhaupt mit? Nathaniel nehme ich mal mit. Gerechtigkeit, damit man die Stadt sehen kann. Und anders, weil ich ehrlich gesagt lieb gewonnen habe. Keine Ahnung, was ich mit dieser Truppe anfangen soll. Obwohl, warte mal. Lass uns mal nicht anders nehmen. Lass uns mal Velana nehmen, dass ich mal ein paar andere Leute mal mitnehme. Wahrscheinlich muss ich auch wieder irgendwelche Stufen aufsteigen. Das kann ich aber dann in der Stadt machen, würde ich sagen. Ja, mach nur. Ihr seid also ein Dieb. Wer, ich? Nein, das ist nicht mein Metier, mein Freund. Aber ihr wurdet für versuchten Diebstahl eingekerkert. Für den Diebstahl von Dingen, die meiner Familie gehört haben. Von Dingen, die uns unrechtmäßig genommen wurden. Das klingt wirklich glaubhaft. Ich gucke, ob ich eigentlich eine sinnvolle Mannschaft habe. Ich habe einen Fernkämpfer, ich habe eine Zauberin, ich habe einen Paladin und ich habe mich Paladin. Ich passe immer überall rein. Weil er keinen eigenen Charakter hat. So, wollte ich dich schon aufsteigen lassen? Nee, Nathaniel, wollte ich dir eigentlich irgendwelche Spezialisierung geben? Offenbar nicht. Du bist einfach mein Speer der Legion und mein Walter. Was haben wir, glaube ich, schon mal geregelt? Dann solltest du wahrscheinlich mehr Geschicklichkeit haben. Ja komm, mach mal stark auf 3, sehen wir mal voll. So, du könntest besser stehlen, das ist in Ordnung. Mehr Vitalität. Letztendlich, ich möchte bei jedem eigentlich diese 8 Punkte ja voll bekommen. Das halte ich immer für eine gute Idee. Meuchelmörder. Schwäche nutzen, zerfleischen, mal der Gefallene. Der Assassine blüht im Augenblick des Todes auf. Jedes Mal, wenn er einen Gegner mit einem hinterhältigen Angriff besiegt, wird ein Teil seiner Ausdauer wiederhergestellt. Bringt mir nicht viel.
Gnadenstoß, das haben wir schon alles voll. Okay, Todstellen, das ist nicht schlecht. Kann man vielleicht mal überlegen, die beiden Punkte hier jeweils investieren. Verstohlenheit lasse ich mal sein. Herzsucher. Schemen. Der Schurke agiert mit tödlich einzig aller tödlicher Geschwindigkeit. Er verschwimmt zu einem Schemen und greift im Zielbereich einen Gegner nach dem anderen mit hinterhältigen Angriffen an. Bringt nicht viel, alles nur Nahkampfkram. Weitläufer haben wir voll. Sperr der Legion können wir voll machen. Komm, gehen wir erstmal nach Sperr der Legion. Würde ich ganz gerne maximieren. Meisterhafte Kampfausbildung brauche ich dafür. Und 52 Geschick. 52 Geschick haben wir, glaube ich, mittlerweile. Haben wir mal. Moment, haben wir 52 Geschick? Haben wir. Alles gut. Gott, wo habe ich hier investiert? Hier, genau. Und Sperr der Legion. Spielen. Kommen wir nun zu Velana. Velana, du hast noch 2 Spezialisierungen frei. Kampfmagier wolltest du nicht werden, du wolltest Hüter werden. Da bist du schon. Na gut. Formwandler halte ich für, bei dir vielleicht für eine sinnvolle Idee. Du bist so meine Naturdame. Ich weiß, das haben wir ja schon mal gemacht. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Aber ich nehme es halt trotzdem, das passt ganz gut. Arkaner Krieger wollte ich nicht machen. Geistheiler. Nicht alle Wesen des Nichts sind Dämonen der Natur. Viele sind freundlich und bestehen aus Lebensenergie, die abgerufen werden kann, um Verletzungen und Krankheiten zu heilen. Der Geistheiler konzentriert sich auf die Kanalisierung der Energien, die diese Geister abgeben, und stellt damit eine unverzichtbare Ergänzung in jeder Abenteurergruppe dar. Könnte ich machen. Mache ich auch. So. So, was brauchst du denn noch? 15 Punkte. Magie wäre immer keine schlechte Idee. Machen wir es mal auf 60. Ja, was bringt nochmal Willenskraft? Mehr Magie, nicht wahr? Mehr Mana-Reserven. Ja, Mana-Reserven ist auch keine schlechte Idee. Kriegst du mal auf 45. Und ich glaube, man kann Rüstung manche nur ab 12 tragen oder ab 14 oder sowas. Deswegen gebe ich noch ein bisschen Stärke mit. Wenn nicht, sind es verlorene Punkte. Wie so oft. Meister des Überleben mache ich einfach mal voll. Das brauchst du nicht wirklich. Das hat nämlich anders schon. Auf Maximum, deswegen lass es mal sein. Es sei denn, es bleibt nichts anderes übrig. Doch, Mana mehr und das war's auch erstmal. 6 Zauber habe ich noch. Möchtest du ein guter Formwandler werden? Formwandlermeister. Der Meistergrad beim Formwandeln verändert die Beere und die Spinnenform, denn der Zaubernde wird zu einem Beereskan bzw. einer verderbten Spinne, die beide um einiges mächtiger sind als die normalen Formen. Zusätzlich erhält der Formwandler die Fähigkeit überwältigen. Außerdem saugt die Form fliegender Schwarm Gegner Gesundheit ab, weil immer der Schwarm Schaden verursacht. Das ist aber ziemlich geil. Könnte ich also jetzt praktisch alles maximieren? Geistheiler, Gruppenheilung ist immer eine gute Idee. Wiederbelebung ist auch eine gute Idee. Lebenswächter und reinigende Aura ist eigentlich auch eine ganz gute Idee. Hüter, was ist das denn noch? Der Hüter beschwört einen riesigen riesige Wurzel aus dem Boden herauf, die sämtlichen Gegner im Wirkungsbereich angreifen. Die Gegner, die an einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft scheitern, werden dabei großartig aufgespießt. Super. Das nehme ich. Oder ansonsten gehe ich ein bisschen auf Formwandler. Halte ich für eine interessante Idee. Einfach mal eine andere Ergänzung zu dem, was ich die ganze Zeit schon zurechtkämpfe und zurecht taktiere. Wir brechen auf nach Amaranthin und demnächst, also ich nehme mal, nachdem wir aus Amaranthin zurückkehren, gehen wir nochmal zur Wacht zurück, um dort die Hauptlandung weiter voranzutreiben. So. Speichern. Haben wir hier noch irgendwas zu tun? Ich glaube ja fast nicht. Vielleicht wird doch jemand angesprochen. Vielleicht können wir mit Arka, vielleicht mal wieder mit diesem, mit dem mysteriösen Wolf oder wie auch immer du heißt, sprechen. Der ja hoffentlich langsam ein paar Informationen für mich hat, nachdem ich jetzt in Schwarzmarschen zurückgekehrt bin. So, aber eine Frage. Kann man denn bei euch irgendwelche coolen Bücher erwerben, die ich brauche? Was brauche ich denn? Behüter, Kampfmagier, Plünderer. Nichts davon ist hier zu finden. Schlecht. Okay. Einen meisterhaften Lyrium-Trank brauche ich noch. Das ist das alles Runen, das nützt mir nicht so viel. Nein. Das muss ich vielleicht mal irgendwann machen hier. Mich mit den besten Runen ausrüsten und so weiter und so fort. Ob ich dann dementsprechend. Ach, ich habe meine Waffe nicht gewechselt, verdammter Mist. Um dann sozusagen genau die besten Waffen zu tragen und dann gegen diesen Drachen nochmal anzutreten. So, Octamed Krämer, hast du irgendwas? So, Vorlage Runen der Verstärkung. Weitere Runen, alles gut. So, hast du ein Buch für mich? Geistkrieger, brauche ich Geistkrieger? Geistkrieger brauche ich nicht. Magusschutz. Plus 1 Magie, plus 10 Zauberresistenz und plus 10 Metallwiderstandskraft. Okay. Gut, wir haben aber noch mehr gehabt, nicht wahr? Da hinten ist noch einer. Meister Henley. So. Hast du einen meisterhaften Nyrium-Trank? Hast du nicht. Muss man wahrscheinlich selber brauen. So, du hast diverse Rezeptur, genau.
Schwach, 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 schwach. Alles nur schwach und unnötig, braucht kein Mensch. So, hast du ein Buch für mich? Nein, hast du nicht. Das ist schlecht. Wieso hat eigentlich keiner ein Buch für mich, was ich brauche? Jetzt suche ich mal nach, jetzt kriege ich es nicht. Okay, hast du irgendwas, Kendrick? Wie schön, euch wohl aufzusehen, Kommandant. Offenbar nicht. Betrachtet es als erledigt. Diese Anschlusstafel bringt mir auch nichts Neues. Gehen wir also mal höher. Das bringt irgendwie, also der Besuch hier bringt viel weniger, als ich mir jetzt erhofft hatte, muss ich gestehen. Ist der Wolf wieder da? Der Wolf ist nicht da, okay. Kann es sein, dass ich erst die Haupthandlung vorantreiben muss, bevor der Wolf wieder irgendwie zutage tritt? Ihr habt für euer Verbrechen noch nicht bezahlt, Sterblicher. Macht euch das immer noch zu schaffen. Euch wurde die Freiheit geschenkt. Und doch habt ihr nicht angeboten, Buße zu tun. Ist es nicht schon Buße genug, euch zuhören zu müssen? Und jetzt noch anders dabei, das wäre eine super Kombination. Was bringt dieser Baum hier eigentlich? Was für ein wundervoller Baum. So kräftig und voller Leben. Ich hätte niemals gedacht, so etwas in einer Stadt der Shemlen vorzufinden. Jetzt bräuchte ich Rüdiger. Ich brauche jetzt unbedingt Rüdiger. Die Natur findet immer einen Weg. Warum können Menschen etwa kein Gespür für Pflanzen haben? Also habt ihr euch erneut in den Menschen getäuscht. Ich sag mal, die Natur findet immer einen Weg. Ja, das tut sie. Ihr erkennt ihn vielleicht nicht, aber das ist ein Dalamythel, ein Baum Mythels. Die Stäbe unserer Hüterinnen werden aus diesem Holz geschnitzt. Unsere Hüterin Ilshae hat einen solchen Stab für mich anfertigen lassen, für die Zeit, in der ich ihren Platz einnehmen würde. Aber ihr wurdet ausgestoßen. Ihr werdet bestimmt eine gute Hüterin geworden. Ihr habt euren Stab also niemals erhalten. Es sieht nicht danach aus, oder? Und warum kümmert euch das überhaupt? Weil du mich angesprochen hast. Ich möchte weitergehen. Ach, was bist du für eine garstige Alte, ey. Müsst ihr mich aus meinen Gedanken reißen? Ja, entschuldige, was ich angesprochen habe. Arscherschlafe der Kanton, habe ich hier irgendwas Neues? Ach, die Statue muss ich mal wieder angucken. Oder kann ich wieder angucken? Oder auch nicht? Kann ich die Statue jetzt... Wurde mal gesagt, dass wenn ich rauszoome, dass es hilft. Ja, hilft wirklich. Der Mann, dessen Körper ich bewohne, hat diese Frau verehrt. Sie und denjenigen, den man den Erbauer nennt. Glaubt ihr an diesen Erbauer, so wie er es tat? Ich bin ein Zwerg. Wir glauben etwas anderes. Das stimmt. Ich glaube an seine Existenz, wenn es das ist, was ihr meint. Es ist nichts als dummer Aberglaube. Ich bin ein Zwerg, ich glaube was anderes. Einige der Geister im Nichts glauben daran, dass ein Schöpfer uns Leben gegeben und von dieser Welt getrennt hat. Glauben sie vielleicht nur daran, weil sie den Erbauer in den Träumen der Sterblichen sehen? So vieles im Nichts wird von Geistern erschaffen, die verzweifelt versuchen, euresgleichen nachzuahmen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich zwar diese Zwergenoption habe, dass ich sagen kann, ich bin ein Zwerg, ich glaube etwas anderes, dass er aber überhaupt nicht darauf eingeht. Das finde ich ein bisschen schade. Wollte damit sagen, die Geister wissen es nicht. Es überrascht mich, dass Geister überhaupt darüber nachdenken. Es gibt viele, die es nicht einmal interessiert. Die Dämonen leben für den Moment. Aber diejenigen unter uns, die nach etwas Größerem suchen, wir stellen uns Fragen. Hier kann man sich sicher sein, dass alles, was ist, auch schon immer war. Ist das denn nicht tröstlich? Ja, ein wenig. Diese Welt verändert sich ständig, nur die Naturgesetze bleiben gleich. Ihr findet offenbar, dass es das sein sollte. Doch, ich denke schon, vor allem, wenn man das mit eurer Welt vergleicht. Ich sag mal, diese Welt verändert sich tatsächlich ständig, nur die Naturgesetze bleiben halt gleich. Dinge geschehen, aber sie stehen miteinander im Zusammenhang. Ihr nehmt die Struktur eurer Welt als gegeben hin. Was bleibt anderes übrig? Glauben, benötigt man Strukturen und Vertrauen. Im Nichts haben wir weder das eine noch das andere. Ich verstehe, warum die Dämonen so begierig darauf sind, den Schleier zu durchqueren. Darüber muss ich nachdenken. Ja, mach das mal. Die Kantorin. Wie ihr meint. Hat eine Anschlagtafel angebracht. Bringt das hier irgendwas? Eine Spende, Wundumschläge. Ach ja, stimmt, wir brauchen noch 5 mächtige Wundumschläge, brauchst du. Ja, komm, gerne. Können wir die direkt geben? Nein. Haben wir überhaupt 5 mächtige Mundumschläge? Haben wir. Ja, dann. Bereuet und habt Vertrauen. Gib ich dir direkt mal. So wird der Segen des Erbauers euch Frieden bringen. Quest absolviert, hat nichts gebracht, schade. Du hast der Kirche geholfen, indem du ihr 5 mächtige Mundumschläge gespendet hast. Ich freue mich total, wer braucht schon mächtige Mundumschläge? Ich bestimmt nicht. So, der einzige Händler, der mir hier noch einfällt in dieser Stadt, ist ehrlich gesagt der Wirt. Vielleicht gibt der mir ja ein Buch des Behüters, des Kampfmagiers oder des Plünderers. Er hat immer noch diesen lustigen gelben Pfeil auf dem Kopf.
Ich befürchte fast, dass ich einige Quests ja von niemals abschließen kann. Diese Quest mit diesem Pfeil, also deiner komischen Diebeskill, also dein, was war das, Schmuggler letztendlich, werde ich niemals richtig hinbekommen, wahrscheinlich. Speichern. Ebenso das mit diesem komischen Geist, der den Ogre besessen hat, der muss wahrscheinlich mal runter, obwohl das kann ich ja versuchen. Schankwirt. Was kann ich euch bringen? Ich hätte gern gesehen, was ihr so im Angebot habt. So, Handbuch Plünderer, wundervoll. Gekauft. Wer wollte das eigentlich haben? Plünderer ist Orgrin. Orgrin ist gerade natürlich nicht dabei. So viel Spaß muss sein. Hast du ein Rezept oder gar einen mächtigen oder einen meisterhaften Lyriumtrank? Das sieht mir nicht so aus. Ja, danke trotzdem. Spezialisierung freigeschaltet. Plünderer. Ja. Und dann gehen wir wieder raus. Tschüss. Okay, das war ein bisschen weniger erfolgreich, als ich eigentlich gehofft hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hätte gehofft, dass mir jetzt hier ganz viele Dinge, ganz viele Optionen aufploppen. Zwar konnte ich zwar mit der Gerechtigkeit ein bisschen was machen und Villana ein bisschen was machen, aber ja, hat nicht groß weitergeführt. Dann würde ich also dazu tendieren, erstmal wieder zur Wacht zurückzukehren. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich diesen komischen Ogre-Geist jetzt nochmal schnell besiegen kann. Beziehungsweise wenigstens finden kann. Offenbar habe ich da irgendwas nicht abgeschlossen. Das würde ich aber ganz gerne tun, denn ich würde natürlich ganz gern den Keller meiner Wacht sicher wissen. Und das hilft mir herzlich wenig, wenn da immer noch so ein komischer Geist umhertobt und ständig von irgendwelchen Dingen Besitz ergreift. Das wäre ja schon mal was. Des Weiteren habe ich offenbar nicht diese ganzen Hinweise in den Marschen habe ich offenbar nicht alle zur Kenntnis genommen. Mag daran liegen, dass die irgendwie überall waren. Und ich sie deswegen wahrscheinlich teilweise übersehen habe. Eine weitere Statue. Komm, lass uns nochmal diese weitere Statue anschauen. Euer Blick verrät mir, dass ihr keinen besonderen Wert auf meine Anwesenheit legt. Ich frage mich einfach, wie sich ihr und euresgleichen Adlige nennen können. Das kommt mir wie bitterste Ironie vor. Wir mögen Ironie. Außerdem geht Adelige einfach leichter über die Lippen als Unterdrücker. Ihr seid ja so witzig, Mensch. Aber nicht doch. Ich würde es niemals wagen, euch aufzuheitern, Herren. Oh. Schön. Ich sollte sie hassen, aber ich tue es nicht. Ich respektiere jede Frau, die für Freiheit und Gerechtigkeit kämpft. Aber sie ist doch ein Mensch. Von wem sprecht ihr eigentlich? Sie hat für ihre eigene Freiheit gekämpft, nicht für eure. Ja, aber sie ist ein Mensch. Magst du deswegen trotzdem? Wenn ich Grund dazu habe, kann ich über kleinlichen Hass hinwegsehen. Sie hat die Elfen aus der Sklaverei befreit. Aber ist es nicht paradox? Obwohl Andraste gegen ein tyrannisches Reich gekämpft hat, sind ihre Anhänger letztlich ebenfalls zu Tyrannen geworden. Die Kirche ist kein tyrannisches Reich, na doch schon ein bisschen. Das ist eine interessante Feststellung. Ich weiß nicht besonders viel über die Kirche. Dann könnt ihr euch glücklich schätzen, dass ihr ihren Fängen entkommen seid. Wer Macht besitzt, wird diese immer auch missbrauchen. Selbst jene mit guten Absichten. Wäre es denn nicht dasselbe, wenn die Dänisch Macht besäßen? Ihr seid eine Zynikerin. Werdet ihr den Menschen denn niemals vergeben können? Ja, was ist denn mit den Dänisch dann? Nein! Ich will nur, dass meinem Volk Gerechtigkeit widerfährt. Das ist alles. Wir wären nicht wie... Ich... Die Menschen? Ich möchte diese Unterhaltung beenden. Lasst uns aufbrechen. Oh, habe ich dich in der Selbstsicherheit gestört? Du bist da trotzdem dafür? Und gibst mir große Magie dafür. Das ist doch wundervoll. Hallo, hier Feldwebel. Wenn ich mir vorstelle, was geschehen wäre, wenn ihr die Keller nicht gesichert hättet, läuft es mir kalt den Rücken herunter. Wir wären einem erneuten Angriff der dunklen Brut schutzlos ausgeliefert gewesen. Das ist absolut richtig. Lass uns trotzdem ins Untergeschoss gehen. Hinter mir leuchtet ein Telefon. Ach, wie schön. Eine schöne Melodie. Hört ihr wahrscheinlich nicht besonders gut, aber es ist völlig in Ordnung. Wir gehen trotzdem erstmal nach unten. Da unten war auch noch so eine Statue eines Kriegers oder irgendwas in der Richtung. Die wir auch nochmal betrachten wollen. So, ich speichere das Ganze mal. Ihr habt also nicht nur euren Plan aufgegeben, den grauen Wächter zu töten, der euren Vater ermordet hat, sondern euch dem Orden sogar angeschlossen? Sucht ihr vielleicht Streit, Velana? Es ist kindisch, mich so ködern zu wollen. Ich wollte einfach nur wissen, wie ihr euch fühlt. Und wie fühlt ihr euch jetzt, wo ihr wisst, dass ihr all diese Leute ermordet habt, nur weil ihr zu überheblich wart, nach der Wahrheit zu suchen? Warm und flauschig. Ihr seid eine schreckliche Frau. Und eure Ohren sind riesig. Was? Wer ist jetzt kindisch? Schön. So, ich versuch's wieder mal mit rauszoomen und tatsächlich kann ich es jetzt nicht mehr anklicken. Toll. Wow. Hurra. Gut, dass wir es gemacht haben. So.
Wir wollten jetzt hier runtergehen, diesen Ogre versuchen nochmal zu besiegen. Speichern. Vielleicht werde ich mal kurz diese Quest aktivieren. Die Rache des Geistes aktivieren. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Wir dürfen ja theoretisch einfach hier durchmarschieren können. Warte mal, wo geht's denn eigentlich lang? Wiegels Wacht, tiefe Wege. Ich glaube, in die tiefen Wege wollten wir tatsächlich. Das heißt, mehrmals rechts. So, hier runter. Dann ein bisschen gegen die Wand gelaufen und einfach geradeaus. Warte mal, ich kann die Tür öffnen. Ich werde es tun. Ich werde es tun. War ich hier schon mal? Da hat uns immer verboten, in den Kellern zu spielen. Jetzt verstehe ich auch, warum. Vielleicht speichere ich mal. Keine Ahnung, warum. Ah ja. Darf nicht. Machen wir mal den wütenden Sturm, der ist ganz gut hier, glaube ich. Das heißt, ihr alle überhaupt nichts macht. Du zum Beispiel greifst eigentlich überhaupt niemanden an. Teffer geht jetzt offenbar alleine. Ich weiß nicht, ob wir es aufhören, Teffer. Es war schön mit dir. Das haben wir wirklich gut gemacht. Ja, diese Fähigkeit hier, dieses Massaker ist einfach nur Gold wert, würde ich mal sagen. Lass ein bisschen mal da raus, wo ich ein bisschen was sehe. Ich würde gerne den Skelettbogenschützen looten. Hat nichts dabei. Fantastisch, gut, dass ich es gemacht habe. Ein Avar-Sarkophag. Schwacher Wärmebalsam. Schwache Eissalbe, ganz toll. Was noch? Schwache Natursalbe oder was? Ein Wundumschlag. Schlüsselloch der Herren. Machen wir gleich. So, Bogen der Haus. Ach, guck mal. Und die besetzte Lederrüstung. Ein alter und dennoch markloser Bogen, der Wappen der Haus, der das Wappen der Haus trägt. Den gebe ich dir gleich mal, lieber Nathaniel. Ich kenne mich noch, ich vergesse mich wieder sonst. So. Hier. Ist es das, was ich denke? Tatsächlich. Hier ist das Wappen der Haus in das Holz eingebrannt. Das ist der Bogen meines Großvaters. Genauer gesagt war mein Großvater der Letzte, der ihn benutzt hat. Ursprünglich wurde er während der erhabenen Märsche für einen meiner Vorfahren angefertigt. Etwa der Großvater, der ein grauer Wächter war? Ja, genau der. Ich weiß noch, wie ich ihn gefunden habe, bevor mich mein Vater in die freien Marschen geschickt hat. Es ist eine Schande, ihn in einem Lager verrotten zu lassen. Ich danke euch. Es tut gut, ein Stück Familiengeschichte in den Händen zu halten. Etwas, worauf man stolz sein kann. Ja, gerne. Du stößt wahrscheinlich zu. Ja, plus 11 sogar. Und ein weiterer Avar-Sarkophag. Ein weiterer Rundumschlag. Okay. Ein weiteres schwaches Exil der Erdung. Das brauchen wir noch, wirklich, glaube ich, noch Tour. Ach, Eisleiter haben wir noch nicht gehabt. Na gut. Das Schlüsselloch gucke ich mir gleich mal an. Schlüsselloch Kivial oder Kivial und die Herren. Was verbirgt sich denn bitte hier unten? Wundumschlag. Geistscherbe. Schlüssel von Kivial. Okay. Ach, guck mal, hier haben wir noch weitere Schlüsselloch von Korf und eine Gruftstatue. Gucken wir uns mal die Gruftstatue an. Kodex über die Avare, die einst hier lebten. Okay. Vielleicht werde ich dort aber ganz am Ende eine große Lesefolge machen. Mal gucken. Wahrscheinlich im Spielfilm nämlich eher. Ein weiterer Sarkophag, ein Amethyst. Vielen Dank. Haube der Schwindlerin. Plus 2 Willenskraft, plus 15 mentale Widerstandskraft und plus 15 körperliche Widerstandskraft. Kann ich das gleich dem Nathaniel geben? Bringt dir das irgendwas? Bringt mehr Rüstung. Oh ja, bringt ja diverse Boni. Unter anderem einen negativen Bonus, praktisch einen Malus für ein Aussehen jetzt. Ein schwacher Wärmebalsam. Was ist hier noch? Schlüsselloch der Harkon. Und ein weiterer Kurseintrag. Kann ich zwar irgendwas machen damit? Entriegelt. Ah. Was bringt es denn bitte, dass ich hier bin? Mein Gott, ich wollte ursprünglich einen Geist besiegen.
Torf. Offenbar haben wir schon die ganzen Schlüssel mal gefunden. Wahrscheinlich aber, als ob wir das in der richtigen Reihenfolge machen. Aber ich mach's trotzdem mit irgendeiner. Die Herren. Sehr schön. Und Kiviel. Quest aktualisiert. Finde den Geist und vernichte ihn. Ah, das ist der Geist. Das ist sozusagen die... Okay. Speichern. Es wurde nochmal gespeichert. Nicht durch mich übrigens. Tiefavargruft. Das wirkt, als ob wir hier kämpfen würden gleich. Gruftstatue. Und das tun wir. Avarlord. 2, 3 Avarlords. Haha, das wird super. Stell dich ruhig mal hier hin schon. So. Den erstmal. Und am besten wütenden Sturm, was anderes kannst du eh nicht bringen jetzt. So. Was könnte denn? Wir kämpfen erstmal gegen den. Oh, lass uns gegen den kleinen Avarlord kämpfen, der ist gleich tot. Er ist tot. Super. Der andere Avarlord ist auch bald tot, dann greifen wir auch den gleich nochmal an. Du übrigens auch. Warte mal. Kannst du stechen der Schwarm? Blablabla. Ja. Ruhig auf den da. Oh ja, das ist ziemlich gut. Dann geh kurz mal hier hin. So. Und wo waren das mit diesen coolen Wurzeln? Muss man da hinten gewesen sein? Fliegender Schwarm? Das ist die Transformation. Zauberblüte? Nein. Schmiere? Nein. Zauberirrlicht? Nein. Die habe ich doch diese geile Fähigkeit gegeben mit diesen Wurzeln. Eins mit der Natur. Nee, weißt du was? Ich verwandle dich einfach mal. Verwandeln ist ganz cool. Fluch der Irreführung. Fluch der Sterblichkeit. Ja, du sollst einfach mal der Körper des Formers explodiert in einen Schwarm stechender Insekten, die bei Gegnern in der Nähe Naturschaden verursachen. Die Höhe des Schadens richtet sich nach der Zauberkraft des Zaubers der Entfernung zu ihm. In dieser Form erhält der Zauber der Teilung des Schwarms und hält jeder ihm zugefügte Schaden wird statt von der Gesundheit vom Mana abgezogen. Mana ist auch relativ gut dabei. Außerdem regeneriert der Zauber in diesem Zustand kein Mana. Die Insektenwolke ist immun gegen normale Geschosse und hat eine ausgezeichnete Chance, physischen Angriffen auszuweichen. Ist aber sehr verwundbar gegen Feuer. Okay. Bringt vielleicht nicht so viel Bärengestalt. Der Formwandler kann sich mit einem Bären verwandeln, wodurch er hohen Boni auf Naturresistenz und Rüstung sowie die Bärenfähigkeit Schmetternd Raserei erhält. Die Attribute und Fähigkeiten des Bären werden durch die Zauberkraft des Zaubernden weiter erhöht. Mit der Form, ja genau. Lass mal Bärengestalt wählen. Gut. Sie ist ein Bär. Greift doch bitte mal hier den komischen Avarlord an, der gerade gegen Tefka kämpft. Du hast keine... Hast du noch eine zweite Lunge? Hast du nicht. Achso, warte mal. Du kannst eh mal aufhören hier. Wundervoll. Jetzt kannst du eine zweite Lunge nehmen. Zack. Und jetzt kämpfst du gegen den komischen Lord, wo auch immer er sein mag. Hier. Ist die Schlacht schon vorbei? Nie mehr! Oh ja. Sehr, sehr gut. So läuft das. Er kämpft auch gegen mich, das ganz fantastisch ist. Ja, der Lord wird es nicht mehr lange machen. Interessantes Ende dieser 6 Folgen. Nochmal schnell gegen Avarlord tief in mir drin zu kämpfen. Warte mal, ich mach kurz mal wüste Geschimpf auf, dass der Herr wieder zu mir kommt. Und hier meinen Feinkämpfer angreift. Irgendwer ist schon gestorben. Gerechtigkeit ist schon gestorben, wie so oft. Gerechtigkeit stirbt oft. Wundumschlag, wundervoll. Der Bär macht schon sein Ding ganz gut. Das kannst du eigentlich noch machen. Bärengestalt, erst anhalten, genau. Mach ruhig mal Schmettern. Sehr schön. Okay, er kriegt schon beständig Schaden. Den kriegen wir auf jeden Fall kaputt. Nochmal ein mächtiger Schlag zum Schluss. Oh ja. Muss Schmerz bringen. Wenn du das magst. Bring dir am besten mal ein bisschen selber Schmerz. Fantastik, sag ich da mal. So, Avarlord, was hast du dabei gehabt? Quest aktuell absolviert. Du hast den Geist vernichtet. Mit ein wenig Glück ist die Welt nur für alle Zeiten von ihm befreit. Ah ja. Sind wir also doch auf den Geist auf die Spur gekommen. Wundervoll. Wird erledigt. Toll, den Geist Scherbe. Das ist ja fantastisch. Ich wollte aber eigentlich den Avarlord haben. Den richtigen.
massive Zwergenrüstung. Geil. Die ist aber richtig schlecht. Und ein starker Wundumschlag. Da ist noch ein Warlord. Den hätte ich gerne mal gelootet. Ein weiterer schwacher Werbemalsam. Ganz fantastisch. Ein Sarkophag. Kettenrüstung aus Drachenknochen. Die ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Die ist eigentlich eher schlecht. Kurzbogen, Drachendorn ist schlecht. Grabschneide. Guck mal, also braucht man nicht wirklich. Obwohl Eiernschaden ist ganz okay. Rezeptur für hervorragende Ausdauertrank und Meister von Lyriumtrank. Hervorragend. Das haben wir also jetzt. Die Statue können wir auch noch angucken. Kollekt über die Avar, die einst hier lebten. Ist wahrscheinlich so ein Ding, was sich ständig aktualisiert. Wolfschreiter. Plus 3 Geschicklichkeit, plus 3 Klugheit, plus 6 Verteidigung. Chance, Distanzangriffen auszuweichen. Ist okay, kann man machen. Und der letzte Sarkophag. Sehr schön. Gibt mir Wagnis eine Rüstung. 18,75 ist nicht schlecht, plus 12 Konstitution und Verteidigung. Ist durchaus in Ordnung. So, ich speichere das Ganze mal. Begehe ich mal wieder nach draußen. Ich nehme an, wir haben hier wirklich nichts mehr zu tun. Nachdem wir jetzt den Geist besiegt haben. Gehen wir einfach hier durch und hoffen, dass wir relativ schnell wieder rauskommen. Denn im Hof möchte ich ganz gerne erst die Folgen beenden und nicht schon irgendwie vorher. Hier geht's raus. Hier geht's zumindest hoch. Ist schon mal gut. Lalala. Komm, wir sind gleich draußen, nehme ich mal an. Hier einmal durch. Die Nebengänge ignorieren wir natürlich. Haben letztes Mal schon geplündert und gereinigt von irgendwelchen bösen Viechern. So, hier kommen wir raus. Ganz hervorragend. Sehr schön. Hier raus, da raus. Und sind wir hier draußen? Ja, das sind wir. Hervorragend. Mit einer leichten Überlänge können wir diese Folgen beenden. Das freut mich sehr. Haben wir den Geist also auch noch gestürzt? Ist nicht schlecht. Wir sollten irgendwann vielleicht wirklich mal die Kurzeinträge lesen. Machen wir aber natürlich nicht jetzt, noch wahrscheinlich nächstes Wochenende. So, nächstes Wochenende geht es nämlich weiter. Nächste Woche würde ich ganz gerne ein bisschen... Ihr eigentlich auch noch irgendwas anderes, als darüber nachzudenken, was Recht oder Unrecht ist? Ich tue nicht nur das. Allerdings bestimmt es, wer ich bin. Ihr wurdet also gerecht geboren? Als kleines, selbstgerechtes Baby der Gerechtigkeit, das durch das Nichts krabbelt? Ich wurde nicht geboren. Ich bin einfach. Ja, Versuch war's wert. Was soll ich gerade sagen? Genau, ich wollte nächste Woche mal versuchen, wir ein bisschen die Haupthandlung voranzutreiben. Und wahnsinnig viele Quests haben wir nicht mehr. Schwarzmarschen können wir noch die Spur der Liebe noch weiterführen und die verlorenen Drachenknochen, okay. Bei Orgrin müssen wir noch Gerechtigkeit für Christoph. Christophs Gemahlin ist auf der Suche nach ihrem Mann, nach Wiegels Wacht gekommen. Sie war ziemlich aufgebracht, die in Gerechtigkeit ihr offenbart hatte, dass Christoph tot ist und sein Körper nun aus dem, von einem Geist aus dem Nichts kontrolliert wird. Gerechtigkeit hofft, Auras Schmerz lindern zu können, indem er sie in ihrem Haus in der Stadt Amarantil aufsucht. Sollen wir vielleicht mal vorher machen? Habe ich gerade vergessen. Egal. Da werden wir bestimmt noch zukommen. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Haupthandlung. Die Erweckung, das kriegen wir bestimmt noch hin. Das wollte ich jetzt gerne nächste Woche wirklich weitermachen. Das ist eigentlich das, was ich gerade ansprach. Dann werden wir halt erst ganz kurz nach Amarantlin gehen. Werden wir mal gucken, ob wir hier vielleicht Christophs Liebe dann noch irgendwie besänftigen könnten. Danach werden wir die Haupthandlung weitertreiben, die wir mit Varel sprechen. Und wahrscheinlich wieder nach Amarantlin aufbrechen. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Wir sehen uns also nächste Woche wieder. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.